die Baureihe 420, ein Triebwagen, der für den S-Bahn-Betrieb konzipiert wurde. Zwischen 1969 und 1997 wurden insgesamt 480 Exemplare gebaut. In dieser Dokumentation stelle ich euch die Geschichte, die Ausstattung und die aktuellen Einsatzgebiete dieses S-Bahn-Zuges vor. Viel Spaß! Nachdem Berlin im Jahre 1930 und Hamburg im Jahre 1934 ihre ersten S-Bahn-Verkehre einführten, dauerte es in München bis 1966, als mit dem Bau eines S-Bahn-Netzes mit Tunnelstrecke begonnen wurde. Ausschlaggebend war auch die Vergabe der Olympischen Spiele 1972 an München. Deshalb bekamen die für München erstmals beschafften Triebwagen der Baureihe 420 auch den Spitznamen Olympiatriebwagen. Um das Umland an die Innenstadt bestmöglichst anzubinden, entschied man sich für den Bau eines separaten S-Bahn-Tunnels unter der Innenstadt. Anders wie in Berlin und Hamburg sollte nicht ein komplett eigenes Bahnnetz mit Gleichstrom entstehen, sondern die Strecken, wenn nötig, mit der für das Bundesbahnnetz üblichen Oberleitung mit Wechselstrom auszubauen. Nötig wurde dafür auch die Beschaffung neuer Fahrzeuge. Bereits 1963 wurden für den Vorortverkehr im Raum Stuttgart 5 Triebwagen der Baureihe 427 gebaut. Allerdings wies diese Baureihe aufgrund ihrer geringen Motorleistung im Alltag viele Schwächen auf, weshalb für die S-Bahn München ein leistungsstärkeres Fahrzeug angeschafft werden sollte. Es entstand die Baureihe 420. Die Außen- und Innengestaltung der neuen 420er orientierte sich allerdings stark an den 427er, sodass der 427 als Prototyp für den 420er gilt. Die 420er wurden passend für die Bedürfnisse in einem S-Bahn-Netz konstruiert. So haben die Triebwagen einen stufenlosen Innenraum und 12 Türen pro Fahrzeugseite, um einen schnellen Fahrgastwechsel zu gewährleisten. Eine Einheit besteht aus 3 Wagen, einem A-, einem B- und einem M-Wagen. Die Endwagen, also die A- und B-Wagen, besitzen die Baureihennummer 420, wobei der B-Wagen eine um 500 höhere Ordnungszahl aufweist. Der Mittelwagen hat die Baureihennummer 421. Die Triebwagen besitzen alle eine Scharfenbergkupplung, um ein schnelles Kuppeln weiterer Einheiten zu ermöglichen. Ein Übergang zwischen den einzelnen Wagen wurde nicht eingebaut, genauso wenig wie ein WC, da damals keine geschlossenen WC-Systeme in Zügen üblich waren und WCs mit Fallrohr nicht für Tunnelfahrten geeignet sind. Zur Innenausstattung und den technischen Details dieses Fahrzeuges kommen wir im Laufe des Filmes. ...1969 wurden die ersten 3 Exemplare der Baureihe 420 gebaut. Die Mittelwagen wurden von der
Waggon- und Maschinenbau GmbH Donauwörth, kurz WMD, gefertigt und die Endwagen von der Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg, kurz MAN. Die Züge wurden kieselgrau lackiert. Der erste Zug, der 420001, wurde mit einem orangenen Fensterband versehen und der 420002 mit einem blauen. In Abstimmung mit Fahrgästen wurde entschieden, dass alle kommenden Triebwagen das blaue Fensterband bekommen sollten. In Frankfurt entschied man sich ebenfalls für den Bau eines S-Bahn-Systems mit Wechselstrom aus der Oberleitung. Deshalb sollten dort die gleichen Fahrzeuge wie in München zum Einsatz kommen. Der Prototyp 420003 war für die S-Bahn Rhein-Main bestimmt und bekam ein karminrotes Fensterband. In den Endwagen wurde eine Trennwand mit Durchgangstüre zwischen Raucher- und Nichtraucherabteil eingebaut. Die Mittelwagen mit Erste-Klasse-Bereich besaßen zwei Trennwände. Die eine Hälfte war ein Zweite-Klasse-Nichtraucherbereich und der andere ein Erster-Klasse-Bereich, der sich in einen Raucher- und einen Nichtraucherbereich teilte. Bis zur sechsten Bauserie bekamen die 420er bis auf einzelne Ausnahmen rote Ledersitzbänke in der zweiten Klasse und in der ersten Klasse blau-schwarze Stoffsitzbänke. Zwischen 1970 und 1972 wurden dann 117 Fahrzeuge der ersten Bauserie beschafft. 101 Fahrzeuge gingen an die S-Bahn München, die am 28. Mai 1972 den Betrieb aufnehmen konnte. Ebenfalls ab 1972 wurden sie bei der 1967 gegründeten S-Bahn Rhein-Ruhr eingesetzt, wo sie die Züge mit Silberling-Waggons ersetzten. Von 1972 bis 1975 erfolgte aufgrund von ansteigenden Fahrgastzahlen die Auslieferung von 80 weiteren Fahrzeugen der zweiten Bauserie. 1975 startete dann auch der Vorlaufbetrieb der S-Bahn Rhein-Main und 1977 der S-Bahn Stuttgart, die ebenfalls ET420 einsetzen wollten. Die Züge der S-Bahn München bekamen ein blaues Fensterband, die des Netzes Rhein-Main ein karminrotes und die in Stuttgart sowie Rhein-Ruhr ein orangenes. Nachdem das Karminrot der Frankfurter Züge nach Ausbleichen der Farbe sich nur noch in einem schlechten Rosa präsentierte, bekamen diese Fahrzeuge ab 1981 ein blaues Fensterband. Während die 420er in München, Frankfurt und Stuttgart sich als praxistauglich erwiesen, stellten sich bei der S-Bahn Rhein-Ruhr hingegen Probleme heraus. Die Linien dort waren zum Teil deutlich länger wie die in den anderen S-Bahn-Netzen, weshalb das WC dort schmerzlich vermisst wurde. Auch die fehlenden Wagenübergänge erwiesen sich als unpraktisch. Da ein Umbau der ET420 mit Wagenübergängen konstruktionsbedingt nicht möglich war, beschaffte die S-Bahn Rhein-Ruhr eigene S-Bahn-Züge. Es handelte sich um lokbespannte Wendezüge mit einer Baureihe 111 und X-Wagen, die Wagenübergänge sowie ein WC hatten. Wurden die 420er der S-Bahn Rhein-Ruhr zur S-Bahn München abgegeben, die diese ohnehin aufgrund gestiegener Fahrgastzahlen dringend benötigte. Die S-Bahn-Netze in Stuttgart und Frankfurt vergrößerten sich nach und nach und so wurden von 1976 bis 1981
Dann in den Bauserien 3 bis 6 insgesamt 190 weitere ET420 beschafft. Da die Bundesbahn ab Mitte der 70er Jahre eine einheitliche Farbgebung für alle S-Bahn-Züge haben wollte, wurden diese Triebwagen alle mit einem orangenen Fensterband versehen. Die ET420 ab der vierten Bauserie hatten da nur noch halb so viele Erste-Klasse-Sitzplätze wie ihre Vorgänger. Die Reduktion von 33 auf 17 Erste-Klasse-Plätze war der geringeren Nachfrage danach geschuldet. 1983 wurde bei den Zügen der S-Bahn München die schlecht ausgelastete erste Klasse abgeschafft. Während die 420er der ersten und zweiten Bauserie auch eine Ausrüstung für das Zugsicherungssystem LZB bekamen, hatten alle Züge ab der dritten Bauserie nur noch eine Ausrüstung mit PZB, was sich aktuell als nachteilig bei einem Einsatz im Münchner S-Bahn-Netz erweist, aber dazu später mehr. Ab 1987 änderte die Bundesbahn ihr Farbschema ab. Der kieselgraue Lack wurde durch ein leicht helleres, lichtgrau ersetzt und das orangene Fensterband leicht verändert. Zudem wurde ein pastellgelber Zierstreifen angebracht. Die nach 1987 neu gebauten Fahrzeuge bekamen diesen Anstrich, genauso wie alle bis dahin beschafften Triebwagen, die umlackiert wurden. Beim Lackieren wurden umweltfreundliche Lacke verwendet, weshalb die Farbe nach 2 bis 3 Jahren auf den Zügen sehr ausgeblichen wirkte. Zwischen 1989 und 1992 wurden 31 neue ET420 der 7. Bauserie beschafft. Die Fahrzeuge der 7. und später noch 8. Bauserie bekamen Schwenkschiebetüren. Alle Fahrzeuge davor besaßen sogenannte Taschenschiebetüren. . 1992 erhielten 15 Triebwagen der 2. Bauserie und 6 Triebwagen der 7. Bauserie bei der S-Bahn München eine Vollwerbung für den Flughafen mit einem himmelblauen Anstrich und einem großen M an den Enden. Die Züge wurden bevorzugt auf der S8 zum Flughafen eingesetzt. Ab 1997 wurden dann die Klebefolien wieder schrittweise entfernt. Von 1991 bis 1995 wurden alle 270 Triebwagen der 2. bis 6. Bauserie einem Redesign unterzogen. Dabei wurden alle Trennwände entfernt. Nur noch die in Stuttgart und Frankfurt verkehrenden Mittelwagen hatten eine Trennwand zwischen dem Erste-Klasse-Bereich und dem Zweite-Klasse-Bereich. Die alten, oft durch Vandalismus beschädigten Ledersitzbänke wurden getauscht durch Einzelsitzflächen aus schwer entflammbaren Stoffbezügen. Von 1993 bis 1997 erfolgte dann im Rahmen einer 8. Bauserie die Auslieferung der letzten 59 ET420 Triebwagen. . 1994 schlossen sich die Bundesbahn und die Reichsbahn zusammen zur Deutschen Bahn AG. Diese führte ab 1996 einen einheitlichen verkehrsroten Anstrich mit weißen Türen für ihre Regionalzüge ein, den sie bis heute verwendet.
Alle ET420 haben in den Folgejahren den Verkehrsrotenlack erhalten, wobei Frankfurt den ersten komplett roten Fahrzeugpark hatte. Der 420001 bekam 2002 wieder sein ursprüngliches Aussehen. Mit ihm wurden und werden voraussichtlich ab 2017 wieder Sonderfahrten durchgeführt. Der A-Wagen des 420002 steht im Deutschen Museum ebenfalls im ursprünglichen Look. 2002 wurden 15 in München nicht mehr benötigte ET420 der ersten und zweiten Bauserie nach Schweden an die DB-Tochter DB Regio Sverige AB verliehen. Der Innenraum wurde nicht verändert, jedoch aber die Lackfarbe. Bis November 2005 fuhren diese Züge bei der S-Bahn Stockholm. Nachdem diese aber dann eigene neue Fahrzeuge geliefert bekam und die DB auch kein Interesse mehr an diesen Zügen hatte, wurden die 15 sogenannten X420-Triebwagen bis Dezember 2005 bereits noch in Schweden verschrottet. Bevor wir die weitere Entwicklung der ET420 betrachten, schauen wir uns erstmal noch ein paar technische Details und die Innenausstattung genauer an. Die Baureihe 420 ist 67,4 Meter lang und besitzt eine für S-Bahnen übliche Fußbodenhöhe von 1 Meter über Schienenoberkante. Die ET420 ab der Nummer 131 sind reine Aluminiumleichtbauten und sind somit nur 129 Tonnen schwer. Die älteren sind aufgrund der mit Stahl gebauten Endwagen 138 Tonnen schwer. Die 420er haben eine zulässige Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h. Um von 0 auf 120 zu beschleunigen, braucht der Zug unter Optimalbedingungen nur 40 Sekunden. Um die Geschwindigkeit wieder zu reduzieren, wurden zwei Bremssysteme verbaut. Zum einen die elektrische Widerstandsbremse und zum anderen die elektropneumatische Druckluftergänzungsbremse. Im Fahrgastbetrieb sind drei Zugkonfigurationen möglich. Ein Triebwagen, ein sogenannter Kurzzug. Zwei Triebwagen, auch Vollzug genannt. Und drei Triebwagen, auch als Langzug bezeichnet. Der ET420 besitzt keine Ausstattung für das technikbasierte Abfertigungsverfahren, kurz TAF, bei dem sich die Türen per Lichtschranke und Computer selbst überwachen beim Schließvorgang. Deshalb schaut bei jeder Station der Triebfahrzeugführer aus dem Fenster und überwacht selbst das Türenschließen. An unübersichtlichen Bahnhöfen helfen ihm Monitore. Bei den 202 Meter langen Langzügen muss ein Zugbegleiter mitfahren, der dem Triebfahrzeugführer beim Überwachen des Türenschließens hilft. Ein Elektrotriebwagen der Baureihe 420 besitzt 194 Sitzplätze und 206 Stehplätze. Das heißt, in einem Langzug können bis zu 1200 Personen transportiert werden. In den letzten Jahren wurden alle noch benötigten ET420 mit Sitzbezügen im Deutsche Bahn Medien, kurz DBM Design, ausgestattet. In den Endwagen befinden sich jeweils hinter dem Führerraum ein kleiner Mehrzweckbereich. Ansonsten befinden sich im kompletten Zug nur noch normale Sitze. An den Wagenenden sind jeweils 5 Sitze nebeneinander. In den Frankfurter und Stuttgarter Zügen
waren bis zuletzt von den 194 Sitzplätzen 17 Stück Erster-Klasse-Plätze. Über den Rückenlehnen und in den Türbereichen sind Haltestangen angebracht. Über den Sitzen befinden sich Kofferablagen. Alle ET420 wurden ohne Klimaanlage ausgeliefert. Deshalb haben alle Fenster ein klappbares Oberteil. Bis 1998 fuhren in den S-Bahn-Netzen Rhein-Main, Stuttgart und München ausschließlich die Triebwagen der Baureihe 420. '98 kam der Nachfolger, die Baureihe 423, auf die Schienen. Sie löste in den Folgejahren in allen drei S-Bahn-Netzen schrittweise die 420er ab. Frankfurt war das letzte Netz, welches mit Triebwagen der Baureihe 423 versorgt wurde. Während diese auf anderen Netzen bereits ab 1999 eingesetzt wurden, waren erst 2003 423er in Frankfurt stationiert, probeweise waren sie ab 2002 bereits da. Gleichzeitig begann damit die Ausmusterung der Baureihe 420. Die neuen Triebwagen der Baureihe 423 wurden ab 2004 auf den Linien S5 und S6 eingesetzt. 2005 wurde die S5 wieder auf die Baureihe 420 zurück umgestellt, dafür fuhren jedoch seit dem 423er auf der S1 und S4. 2006 kam dann die Umstellung der S5 sowie der S2 Haupttakte hinzu. Kurz darauf wurde der Baureihe 423 vom Eisenbahnbundesamt die Zulassung entzogen, weshalb keine Neufahrzeuge mehr geliefert werden konnten. Der S-Bahn Rhein-Main fehlten damals noch 13 von 100 bestellten Fahrzeugen. Eigentlich ließ die S-Bahn Rhein-Main seit 2004 keine 420er mehr hauptuntersuchen. Aufgrund der Lieferverzögerung ab 2007 wurden aber auch wieder 420er hauptuntersucht. Gleichzeitig begann auch eine Modernisierung der ET420. Bei dieser wurden die Wagen komplett im DBM-Design umgestaltet. 2009 kamen zwei ET420 von der S-Bahn Rhein-Ruhr und 4 von der S-Bahn Stuttgart nach Frankfurt. Neufahrzeuge der Baureihe 423 erhielten erst ab 2010 wieder eine Zulassung. Seitdem ist auch die S3 auf die neuen Fahrzeuge umgestellt. Anders als eigentlich geplant, wurden aufgrund der Probleme mit der Baureihe 423 keine weiteren Fahrzeuge bestellt. Die Baureihe 420 kam also noch nach 2010 auf den Linien S7, S8, S9 sowie auf den Zwischentakten der S2 zum Einsatz. Im Dezember 2014 begann bei der S-Bahn Rhein-Main dann ein neuer Verkehrsvertrag. Die DB Regio blieb zwar Betreiber, musste jedoch alle übrigen 65 ET420 komplett durch Neufahrzeuge ersetzen. Deshalb bestellte die Deutsche Bahn 91 Triebwagen der neueren Baureihe 430, die bereits ab Anfang 2014 geliefert wurden und ab 23. Mai auf der S7 und ab September auf der S1 den kompletten Verkehr übernahmen.
Am 2. November 2014 gab es dann die letzten Einsätze der Baureihe 420 auf den Linien S8 und S9. Eigentlich wollte die DB Regio ein paar 420er aufheben, um sie bei Störungsfällen als Ersatz einsetzen zu können. Allerdings erlaubte dies der Verkehrsvertrag mit dem RMV nicht. Daraufhin wurde der komplette Fahrzeugbestand ausgemustert. Der letzte dann erst im Sommer 2015. Am 21. Mai 2015 fand die Überführungsfahrt von 420-298 nach Gießen ins Museum statt. Dort ist er seitdem bei den Oberhessischen Eisenbahnfreunden, kurz OEF, und veranstaltet Sonderfahrten. Wobei von bisher 13 geplanten nur 2 tatsächlich durchgeführt wurden. In Stuttgart wurden bereits ab 1999 ED420 durch die neueren 423 ersetzt. Vor allem die Züge der älteren Bauserien wurden dann außer Betrieb genommen. Die letzten 420er mit Taschenschiebetüren fuhren 2004. In Stuttgart fuhren dann nur noch 90 Züge der 7. und 8. Bauserie. Im Jahre 2006 wurden probeweise die beiden 420-400 und 420-416 in Krefeld-Oppum komplett umgebaut. Das Umbauprogramm ET420 Plus sollte an vielen weiteren gerade mal etwa 15 Jahre alten ET420 der letzten beiden Bauserien durchgeführt werden, da ein Umbau deutlich günstiger ist wie Neubauten. Bei diesem Redesign-Programm bekamen die beiden Züge eine neue Inneneinrichtung, eine Klimaanlage, neue Türen, eine Einrichtung für das Abfertigungsverfahren TAF, Videokameras und LCD-Zugzielanzeigen sowie neue Haltestellenansagen. Ab dem 10. April 2006 fuhren die beiden Triebwagen auf der S2 und S6. Für den Umbau weiterer Triebwagen wären Fahrzeugreserven notwendig gewesen, die allerdings wegen Umbeheimatung von 4 Zügen nach Frankfurt nicht mehr da waren. Auch weil die beiden ET420 Plus immer wieder Störungen aufwiesen, wurde das Umbauprogramm 2009 schließlich verworfen. Alle ET420 der S-Bahn Stuttgart verkehrten bis 2014 auf den von Schwabstraße ausgehenden Linien S4 nach Marbach, S5 nach Bietigheim-Bissingen S6 nach Balderstadt und die im Juni aufgrund von Streckenreaktivierung Renningen-Böblingen neu eingeführte Linie S60 von Schwabstraße über Leonberg nach Böblingen. Anfang April 2014 wurden neue Triebwagen der Baureihe 430 in den Stuttgarter S-Bahn-Betrieb gebracht. Die 430er waren zuerst auf der S1 eingesetzt.
Die ETV 23 übernahmen die bisherigen 420er Linien S4, S5, S6 und S60. Die 420er fuhren noch auf der S2 Schorndorf-Filderstadt und S3 Backnang-Flughafen-Messe. Im August wurde dann die S3 auf 430er umgestellt, um zum Fahrplanwechsel im Dezember 2014 auch die S2. Anfang 2015 beheimatete das Werk Plochingen noch 11 Fahrzeuge, die bis zur vollständigen Inbetriebnahme aller 97 ET430 auf einzelnen Umläufen noch zum Einsatz kamen. Die beiden ET420 Plus fuhren auch nur noch bis 2014 auf der S60, ehe sie dann abgestellt wurden. 420/416 stand bis 22. April 2016 im Verkehrsmuseum in Nürnberg und wurde dann nach Darmstadt zu Testzwecken überführt. 420/400 kam in die Eisenbahnerlebniswelt nach Horb, genauso wie der erste Stuttgarter 420, der 420/300. Sie standen lange in der Fahrzeughalle. Weil allerdings in der Fahrzeughalle seit Oktober 2015 bei den 430er die Schiebetritte umgebaut werden, stehen die 420er im Freigelände, wo sie inzwischen Opfer von Vandalismus geworden sind. Von Ende 2014 bis Anfang November 2016 gab es noch einzelne Umläufe, auf denen die beiden zuletzt noch betriebsfähigen 420/450 und 420/461 fuhren. Am 4. November 2016 fuhren diese beiden Triebwagen im Rahmen von Sonderfahrten dann das letzte Mal in Stuttgart. Ein Videobericht über die Abschiedsfahrten gibt es auf dem Kanal der Stuttgarter 84, der in der Beschreibung verlinkt ist. Herbst 2000 lösten die 423er die 420er in München linienweise ab. Das vollständige Aus für die 420er in München kam dann aufgrund des Einbaus der linienförmigen Zugbeeinflussung, kurz LZB, im Stammstreckentunnel im Jahre 2004. Kurz zur Erklärung. Bei der punktförmigen Zugbeeinflussung wird an bestimmten Punkten mittels eines Magneten an der Strecke überprüft, ob ein Zug zu schnell fährt oder ein haltzeigendes Signal überfährt. Gegebenenfalls wird dann durch den Magnet ein Impuls an das Triebfahrzeug gegeben, welches eine Zwangsbremsung durchführt. Weil eben nur punktförmig an den Signalen die Überprüfung stattfindet, muss zwischen zwei Zügen ein freier, sogenannter Blockabstand liegen, was zur Folge hat, dass zwischen der Abfahrt zweier Züge minimal 2,5 Minuten liegen. Bei der linienförmigen Zugbeeinflussung wird der Zug mithilfe von Computertechnik ständig überwacht. Dem Lokführer wird auf einem Display angezeigt, wie schnell er fahren darf. Fährt er zu schnell, wird der Zug automatisch heruntergebremst. Durch diese ständige Überwachung ist es möglich, dass zwei Züge deutlich dichter aufeinander folgen können, wie bei der PZB. Mit der Einführung der LZB können bei der S-Bahn München nun 30 Züge pro Richtung und Stunde durch den Stammstreckentunnel fahren.
Die 420er besitzen nur die punktförmige Zugbeeinflussung, kurz PZB. Eine nachträgliche Ausrüstung der 420er mit LZB war der S-Bahn München damals zu teuer. Ein Einsatz von 420ern im S-Bahn-Tunnel ist deshalb aber nach wie vor möglich, da im Tunnel sowohl mit PZB als auch mit LZB gefahren werden darf. Allerdings müssen dann, wenn ein 420er durch den Tunnel fährt, die Abstände zwischen den Zügen wieder größer sein, weshalb eine Fahrt der 420er durch den Tunnel nur mehr in den Tagesrandlagen möglich ist. Der Einsatz der ET420 in der bayerischen Landeshauptstadt endete dann am 3. Dezember 2004. Aufgrund der 2014 fertiggestellten Elektrifizierung der Strecke Dachau-Altomünster wurde die S2 im Stundentakt bis dorthin verlängert. Der höhere Fahrzeugbedarf wurde gedeckt mit den in Stuttgart nicht mehr benötigten ET420 der 7. und 8. Bauserie. 15 Fahrzeuge wurden nach Nürnberg gebracht und grundlegend modernisiert. Dabei bekamen sie unter anderem einen neuen Außen- und Innenanstrich, neue Sitzpolster, eine Rollstuhlrampe, Videokameras sowie LED-Scheinwerfer und LCD-Zugzielanzeigen. Die Modernisierung der ET420 war deutlich günstiger wie die Anschaffung von Neufahrzeugen. Seit 14. Dezember 2014 fahren die ET420 wieder in München. Sie fahren alle Leistungen der von Montag bis Freitag verkehrenden S20 Höllregelskreuz-Parsing. Außerdem kommen sie in Verstärkerzügen im Berufsverkehr auf der S4 Richtung Geltendorf zum Einsatz. Verstärkerzüge im Berufsverkehr auf der S2 Dachau-Altomünster fahren oft mit ET423. Nur unregelmäßig sind die 420er dort anzutreffen. Ein Jahr lang fuhr bis zum 12. Dezember 2015 auch eine S4-Leistung vom Ostbahnhof nach Geltendorf gegen Mitternacht durch den Stammstreckentunnel. Der Einsatz von ET420 in München wird bis mindestens 2020 andauern, bis eine ganz neue S-Bahn-Baureihe angeschafft werden soll, die langfristig die 420er und 423er ersetzen soll. Aufgrund eines ständig steigenden Bedarfs an Fahrzeugen bei der S-Bahn München gab diese bekannt, eventuell in den kommenden Jahren noch 20 weitere ET420 zu ordern und zu modernisieren. Außerdem sollen diese 420er dann auch eine Ausrüstung mit LZB erhalten, um diese flexibel im ganzen S-Bahn-Netz einsetzen zu können. Einen genauen Termin, wann diese Maßnahmen umgesetzt werden sollen, wurde bislang nicht bekannt gegeben. Seit 2004
fahren auch wieder ET420 bei der S-Bahn Rhein-Ruhr. Die nicht mehr benötigten Züge der drei anderen S-Bahn-Netze bekam und zum Teil die dortigen X-Wagen-Züge ablösen konnte. Meine Damen und Herren am Gleis 7, bitte steigen Sie ein. Vorsicht an den Türen und bei der Abfahrt des Zuges. Die ET420 verkehrten auf den Linien S7 Wuppertal-Haltern am See und S9 Wuppertal-Solingen. Der Einsatz der ET420 endete allerdings auf der S7 2008 und auf der S9 2009 wegen der Auslieferung neuer ET422 Triebwagen. 2014 wurden aber wieder ET420 von Stuttgart nach Düsseldorf umstationiert. Diese übernehmen seitdem einzelne Leistungen der S68 Wuppertal-Vohwinkel-Langenfeld. Um ihre Kapazitäten zu erhöhen, holte sich auch die S-Bahn Köln 2015 abgestellte 420er. Diese kommen seit Dezember 2015 von Montag bis Freitag auf der S12 Horrem, Köln, Troisdorf, Hennef, Aussieg zum Einsatz. Sowie auf einem morgendlichen SL-Verstärker zwischen Köln Hauptbahnhof und Köln-Delbrück. Während die 420er der S-Bahn Rhein-Ruhr die erste Klasse behielten, wurden die ehemaligen erste Klasse-Bereiche der Kölner ET420 zu zweite Klasse-Bereichen umfunktioniert. Das war meine Videodokumentation über die Baureihe 420. Ich hoffe, es hat euch gefallen.